Joel Seidel, Klasse 6b. Mit rotem Filzer ist eine winzige Inselgruppe mitten im blauen Nirvana des Pazifischen Ozeans eingekreist. Daneben steht der Staatsname Tonga. Ebenfalls in der roten Handschrift von Joel steht daneben FIFA Weltrang 199. Für einen Moment bin ich aus dem Hier und Jetzt rausgerissen und sehe mich mit Joel auf dem Turmdach der stillgelegten Trittleiterfabrik sitzen, die Beine in 20 Metern Höhe baumelnd. Es war die Nacht, nachdem Joel uns seinen Wechsel in die 96-Jugend mitgeteilt hatte und wir vor Freude meine frisch bezogene Plattenbauwohnung versaut hatten. Am Fuß des Turmes lagen unverändert die Bierdosen unzähliger Jugendnächte. Ich erinnere mich noch genau, wie Joel sich den Scheitel aus der Stirn pustete und wie er lachte, weil er nicht fassen konnte, dass er von da an tatsächlich das Trikot der Roten tragen würde. Dass er sich in den nächsten 2 Jahren zu einem der hoffnungsvollsten Nachwuchsspieler seiner Altersklasse entwickeln würde, das konnten wir uns damals noch gar nicht ausmalen. Nur um dann von der schweren Trainingsverletzung dermaßen aus dem Spielbetrieb katapultiert zu werden und so der geringsten Chance auf eine Karriere im Leistungssport beraubt zu werden. Dann exakt von dieser Stelle, an der wir da saßen, in den Tod zu springen.